Du sag mal, Linda, weißt du eigentlich, was Barmherzigkeit ist? Also für mich, Kevin, ist Barmherzigkeit, anderen Menschen zu helfen. Nur ich frage mich, was denken die anderen darüber? Das frage ich mich auch, aber warum gehen wir nicht einfach auf die Straße und fragen nach? Komm, lass uns das tun! Mein Blick richtet sich auf zu den Höhen, von wo mir Hilfe naht. All meine Hilfe such ich in ihm. Barmherzigkeit ist, keine Ahnung, nett sein oder irgendwas teilen oder einfach etwas geben, ohne dafür etwas zu verlangen, finde ich auch. Barmherzigkeit ist dann für mich sowas wie sich um andere kümmern. Also das wäre sowas wie Fürsorge für mich, denke ich. Ja, im Großen und Ganzen. Da sein, sich aufeinander acht geben. Barmherzigkeit, dass man halt jemanden halt nett, dass man halt nett ist zu jemandem, jemand halt willkommen nennt und ja. Ja, halt, dass man teilt und auch mitfühlen kann, dass einem die andere Person nicht egal ist. Wenn man zu anderen Menschen irgendwie halt gut ist, wenn man Mitleid mit denen. Ich würde sagen, Barmherzigkeit ist sich erstmal für andere Leute einsetzen, mit offenem Herzen, wie das Wort ja auch sagt, irgendwie auf die Leute zuzugehen, Vorurteile abzubauen und sich selbst so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und ja, sozusagen die anderen Leute erstmal in den Fokus zu setzen, zu sich selbst zu sagen, sich selbst nicht so wichtig nehmen und irgendwie ja, einfach offen an die ganze Sache gehen. Also nicht irgendwie so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, fremde Leute mag ich nicht, sondern ja, einfach sozusagen in so eine große Gemeinschaft reinzugehen und zu sagen, ich bin offen, ich habe ein offenes Herz und ja, frei von Vorteilen. Also Barmherzigkeit ist für mich, für andere Menschen da zu sein, zu sehen, wenn jemand Hilfe braucht und die auch geben, soweit es in meinen Möglichkeiten steht. Und ja, ich denke, in gewisser Weise übe ich das täglich auch aus. Ich habe einen schwer kranken Mann, da muss man einfach da sein. Und ich bin auch, wenn eben möglich, für andere da. Barmherzigkeit heißt eigentlich, dass man viel bereit ist, viel Gutes zu tun und auch bestimmte Dinge zu verzeihen, würde ich da auch für einkatalogisieren. Und ja, überhaupt sich mit den Mitmenschen ein gutes Miteinander. Barmherzigkeit kommt aus der Bibel und ist ein Wort, das heute nicht mehr sehr gebräuchlich ist, das eigentlich gar nicht mehr angewendet wird. Aber in der Bibel bedeutet es eben, dass es die Großherzigkeit Gottes ist, dass er jeden Menschen oder alle Notleidenden annimmt, die Gerechten und die Ungerechten, und dass wir abhängig sind von seiner Großherzigkeit. Liebe sind, denn sie werden erbarmt. Zum Beispiel teile ich auch mit jemandem die Sachen, zum Beispiel wenn jemand kein Trinken mehr hat, dann teile ich mit ihm das, auch wenn ich sehr wenig habe. Und ja, das ist schon wichtig, weil ich will auch nicht, dass der andere auch leidet. Also ich würde sagen, niemand ist perfekt, aber man versucht ja so gut man kann. Und ich würde ja bedürftigen Menschen helfen oder Menschen, die es einfach nicht so gut indem haben. Indem man anderen Menschen halt hilft, indem man spendet oder halt, ja, wenn man anderen Menschen halt aufmerksam sein, gucken, wo Leute Hilfe brauchen und dann, wenn Hilfe benötigt wird, natürlich auch zu helfen. Ich war 11 Jahre Kirchmeister hier in der Oplan in der evangelischen Kirchengemeinde und ich denke mir, dass ich da auch einiges an Gutem getan habe und vielleicht auch barmherzig gewesen bin. Also hat noch niemand zu mir gesagt, aber würde ich ganz gut finden eigentlich. Sag mal, wäre jetzt nichts Negatives. Bei Beten geht es ja um Bitten prinzipiell. Und wenn jemand für mich betet, dann wäre das ja eine nette Geste, sag ich jetzt mal. Dann wüsste ich auch, dass der sich um mich sorgt. Also das ist ein Gefühl für mich, dass mich jemand respektiert und das ist auch ein gutes Gefühl. Ja, das macht einen dann schon glücklich. Ich fühle mich angenommen und geschätzt einfach. Und dann weiß ich, dass irgendwer da ist, dem ich wichtig bin. Das heißt für mich, dass der Mensch auch sehr gläubig ist. Und da ich auch an Gott glaube, ist es für mich auch wichtig. Die Barmherzigen, die
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht direkt so in der Art. Weil ich auch, glaube ich, noch nie in einer richtigen Notsituation war. Aber vielleicht so in kleineren Sachen wie, wenn man mal schlecht in der Schule ist, dass die Klassenlehrerin auf einem besonders Acht gibt oder einem hilft, die Arbeit gut zu schreiben. Meine Freundinnen, die helfen mir halt immer, wenn es mir schlecht geht. Ich gehe davon aus, dass ich das bestimmt schon mal erfahren habe, kann Ihnen aber jetzt im Moment kein Beispiel nennen. Ja, das habe ich. Barmherzigkeit habe ich im Krieg erfahren, als wir fliehen mussten, unsere Heimat verlassen. Und wir waren unterwegs, ich wurde angeschossen, ich war alleine. Und da haben mir Menschen, wirklich fremde Menschen, geholfen. Und zwar nicht nur einer, sondern sehr, sehr viele haben mir geholfen, dass ich weiterkommen konnte, dass ich etwas zu essen bekam, dass ich meinen Kopf auf ein Kissen legen konnte und untergebracht wurde. Also da haben mir sehr viele Menschen geholfen. Ja, Barmherzigkeit in ausweglosen Situationen, und das war ja der Krieg. Und da hat man wirklich erfahren, was es heißt, dass Menschen sogar noch von dem Wenigen abgeben, was sie selber noch besitzen. Und dass da auch das Mitleid und die Demut auch noch mitspielen. Also ohne die Barmherzigkeit, das habe ich ja schon mal gesagt, wären wir nie mehr am Leben. Während des Krieges war ich 2 Jahre in Paris, und da habe ich dann wegen der Sprache eine Dolmetscherin eine ältere Lehrerin kennengelernt. Und die hat mir doch diese ganzen Wege sehr geebnet da, weil ich ja mich überhaupt nicht auskannte in dieser Millionenstadt da. Ne? Und war auch so im Allgemeinen, ich konnte sie alles fragen und so weiter. Also, und hat, teilweise habe ich da geschlafen schon mal. Also jedenfalls war das schon barmherzig, würde ich sagen. Ne? Also erste Frage, wie stehe ich zur Flüchtlingsthematik? Das treibt mich sehr um, und ich glaube nicht nur mich, sondern ganz viele Menschen in unserem Land momentan. Wie ich mich einbringen kann oder wie ich mich einbringen würde, sagen wir mal, weil ich muss gestehen, ich habe es bis jetzt noch nicht tun können, doch ein bisschen. Ich habe schon mal übersetzt geholfen, ja, in einem bestimmten Fall vor ein paar Tagen. Ich würde gerne, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, ich würde gerne mich insofern momentan einbringen, dass ich mit allem, was ich habe, was ich zur Verfügung habe, sprich Spenden, an die Institutionen gebe, beziehungsweise an die Unterkünfte gebe, wo die Menschen aufgenommen werden momentan, weil ich glaube, da fehlt es an ganz vielen Stellen. Und wir trennen uns immer ganz schnell von Dingen, wo wir meinen, die sind nicht mehr notwendig. Und ich glaube, wir stellen jetzt ganz viel fest, wie viel wir da zu Hause jeder für sich hat. Und wenn es nur etwas Kleines ist, was ganz notwendig ist momentan. Und das habe ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich das auch in Angriff nehmen werde. Also ich denke mir mal, dass alles, was man im Fernsehen sieht oder im Internet, das tut ein bisschen weh, das macht die Leute wütend. Aber von anderer Seite, ich bin auch hier nach Deutschland gekommen, seit 25 Jahren. Ich war kein Flüchtling zwar, aber das kann ich nachvollziehen, was die Leute jetzt durchmachen müssen. Und deswegen, ich schaue das ein bisschen anders. Also ich würde sehr gerne mein Herz ein bisschen öffnen für die Leute auch. Ja, Linda, jetzt waren wir auf der Straße und haben ganz viele verschiedene Antworten bekommen auf die Frage, was für die Leute da draußen Barmherzigkeit ist. Aber was hat das denn mit dem Heiligen Jahr zu tun? Ja, der Papst Franziskus hat dieses Jahr das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ausgesprochen und uns damit auf dem Weg nach Krakau zu begleiten. Die 7 Werke der Barmherzigkeit sind sehr wichtig, und ich glaube, in unserem Interview haben wir auch herausgestellt, dass die Grundlage der Barmherzigkeit schon vorhanden ist in unserer Welt. Ja, stimmt. Zum Beispiel haben wir ja gehört, dass der eine sein Trinken abgibt, wenn der jemand anders nichts dabei hat. Das ist ja schon etwas, was in Richtung der Werke der Barmherzigkeit geht. Genau, das gehört ja, das Trinken, Dursten und Trinken geben gehört ja zu den leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Es gibt auch die geistige Werke der Barmherzigkeit, dass zum Beispiel Sündern verzeiht, das gehört auch dazu. Deswegen finde ich schön, und es hat mich sehr überrascht, dass die Grundlage schon vorhanden ist in unserer Welt. Das stimmt. Aber jetzt lass uns doch mal fragen, was die Leute darüber denken, die mit auf den Weltjugendtag fahren. Lass uns die Frage doch einfach an unsere Zuschauer weitergeben. Sehr gut.
Was ist für dich Barmherzigkeit? Was ist es?